So schließe nun deine Augen. Spüre, wie dein Atem gleichmäßig ein- und ausfließt. Und spüre, wie du mit jedem Atemzug immer ruhiger wirst. Lieber Lichtarbeiter, du hast gerade sehr viele interessante Sachen erfahren. Viele Energien sind in diesem Gespräch bereits zu dir geflossen. Und nun ist es an der Zeit, all dies auch energetisch in dir selbst zu fühlen. Wir nutzen dazu die Energie der Sonnenfinsternis und konzentrieren uns auf das Neue, was heute beginnen darf. Und so nehme 2 bis 3 tiefe Atemzüge. Und spüre, wie du mit jedem Atemzug immer mehr loslassen kannst, wie du immer tiefer in die Entspannung hineinkommst. Und so lege nun deinen Fokus auf dein Herz, denn in deinem Herzen, in deinem Herzensraum, darfst du deine Seele spüren, darfst du die Nähe deiner Seele spüren. Und gerade heute, mit der wundervollen Energie der Sonne und des Mondes zugleich wird deine weibliche und deine männliche Seite berührt. Wo du automatisch schon in deiner Mitte bist. Und wo du durch die hohen Energien tiefer fühlen wirst. Gerade heute in diesem Moment wird es dir leichter fallen, deine Seele zu spüren. Und so öffne nun dein Herz, öffne all deine Sinne und lade deine Seele ein, sich dir zu zeigen. Du tust dies mit deiner Absicht. Du tust dies einfach mit deiner Liebe. Und in diesem Moment, wenn deine Seele deine Liebe spürt, wird sie sich zeigen. Und jetzt in diesem Moment, hast du die Möglichkeit,
deine Seele um eine Botschaft zu bitten. So tue dies nun mit deiner inneren Stimme. Alles, was du jetzt in diesen Momenten wahrgenommen hast, jedes Bild vor deinem dritten Auge, jede Energie, jedes Gefühl, all dies ist eine Botschaft. Deine Seele hat sich so gezeigt, wie es für dich am besten ist zu verstehen. Und es ist deine Seele, welche dich jetzt berührt, welche dich sanft streichelt und welche dir sagt: Ich liebe dich. Und vielleicht magst du jetzt genau diese Liebe wieder zurückgeben. Und so wird sich in diesem Moment die Verbindung zu deiner Seele stärken und erweitern. Es ist ein ganz wundervolles Gefühl, welches du nun spürst. Es ist viel mehr als ein Gefühl. Es ist unbeschreiblich, so eine Liebe in sich selbst zu fühlen. Und von dieser Liebe ist es nur ein kleiner Schritt für dich zu fühlen, wie du dich selbst liebst. Und jetzt
wo du diesen Schritt gegangen bist, wird dich dein inneres Kind umarmen. Es wird seine Arme um deinen Hals schlingen, sein Gesicht an dein Gesicht legen und sagen, dass es dich so sehr liebt. Und genau das lässt dich fühlen, dass deine Seele bei dir ist. Und so gebe dir ein inneres Lächeln. Lächle dein inneres Kind an und deine Seele an. Denn es ist etwas Wunderschönes geschehen. Die Liebe hat sich in dir ausgedehnt. Deine Seele hat zu dir gesprochen über dein inneres Kind. Und so umarme nun du dein inneres Kind. Noch einmal voller Liebe. Und dann lasse dich ganz sanft wieder in das Hier und Jetzt zurückbringen, um eine ganz große Erfahrung reicher geworden. Darfst du nun deine Füße und Hände bewegen? Und die Augen wieder öffnen. Meine Liebe.